Also, ich werde heute versuchen, alles ohne Hilfe zu schaffen. Sollte keine große Sache sein, solange jeder genau das tut, was er tun sollte. Nicht wahr? Oh nein. In 5 Minuten muss Roscoe beim Tierarzt sein. Hab euch lieb und jetzt raus! Die Elternversammlung wurde heute auf 5 Uhr vorgezogen. So. Du kommst doch auch? Klar, kurzfristig bekommt man am besten einen Babysitter. Ja, absolut. Du kriegst es hin. Was sagt der Kalender für heute? Sie kommt zu spät zum Marketing-Meeting. Mist, hätten Sie das nicht gleich sagen können? Mom, gib Gas, ich komme zu spät zum Fußballtraining. Keine Panik, Schätzchen, ich gebe alles. Aber das reicht nicht. Scheiße, 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 scheiße. Unser Kuchenbazar. Kein BPA, kein MSG, kein BAH, kein BAT, kein Sesam, kein Soja und natürlich keine Nüsse oder Eier, Milch, Butter, Salz, Zucker oder Weizen. Nein. Hör ich da nein? Ich bin es so leid zu versuchen, die perfekte Mutter zu sein. Ich geb's auf. Du hast endlich mal die Wahrheit ausgesprochen. Mutter sein ist manchmal die Hölle. Nichts darf man mehr. Bestraf nicht deine Kinder. Sag nicht nein zu deinen Kindern. Eigentlich ist das alles nur noch ein Kampf darum, wer die Supermutter ist. Dabei könnte das Leben doch so viel mehr Spaß machen. Wisst ihr was? Wir gründen die Bad Moms. Da bin ich dabei. Oh, hey, die Bad Moms. Sie legt gleich los. Wir müssen es diesen perfekten Müttern zeigen. Sind diese Windbeutel etwa von der Tanke, Amy? Naja. Ich mach dich sowas von fertig. Da gibt's nur eins. Hau der Fritte auf die Titte. Ist klar. Ich habe mit so vielen Frauen rumgeknutscht. Mädels, ich bin immer noch voll auf Lackers. Ist das dein Still-BH? Als hättest du nur einen einzigen langen Busen. Ach, eine Schlauchtitte. Das hier ist mein Sexy-BH. Kann man sowas kaufen? Ist voll hässlich. Ja, ich will es nicht mal anfassen. Sieht wie eine Augenmaske aus, die man in den Kühlschrank packt. Als würden deine Brüste Verstecken spielen. Kümmert euch darum, dass ihr wieder Spaß hat. Geht mit ihr alle. Soll mal wieder richtig verrückt sein. Geht heute Abend aus und feiert. Tolle Idee.